Ja, wir sind hier im städtischen Weinberg, wo der Radschenk produziert wird. Die Arbeit im Weinberg beginnt eigentlich schon am Beginn der Vegetationsruhe, wenn die Reben ihre Blätter abgeworfen haben. Das Rebenschneiden und das Rebenbinden ist eine sehr zeitaufwendige Arbeit. Nach dem Rebschnitt ist das Biegen und Binden die nächste Arbeit im Weinberg. Hier beginnt die Tragerode für das Jahr 2021, wurde abgebogen und hier angebunden. Ich vergleiche diese Tätigkeit immer ein wenig mit dem Schachspiel. Ein Schachspieler kann nur gut sein, wenn er versteht, dass er eben mehrere Züge im Voraus zu planen hat. Ja, die Trauben sind noch nicht ganz ausgewachsen. In der Regel ist eigentlich so, dass ein Leiten oder ein Fädeln, je nachdem wie man das nennen möchte, schon vorbei. Beispielhaft geht dies so, damit die Pflanze innerhalb dieser Drähte nach oben ranken kann. Also wichtig ist ganz einfach, die Belichtung der Trauben zu verbessern. Und das geht einfach am besten, wenn ich Teile der Blätter entferne. Die Rebsorte Trollinger neigt dazu, dass sie unglaublich große Trauben hervorbringen kann. Und die ersten Arbeiten, um Ertrag zu reduzieren, ist eigentlich, dass man in der Regel den zweiten Trauben eines Triebes entfernt. Nach all diesen stressigen Zeiten während der Vegetationsperiode beginnt jetzt für uns Weingärtner eigentlich die etwas ruhigere Zeit. Wir können durchaus gewissermaßen ein Stück entspannt darauf warten, dass die Weinlese beginnt. Und wünschen und hoffen natürlich, dass uns das Wetter positiv begleitet. Nach der Lese gehen die Trauben zur Remstaler Kellerei, werden zu Saft verarbeitet und dann sind als Wein ausgebaut. Ein Gremium der Stadt Weinstadt stimmt dann die Weine ab. Und so wird der Wein dann eben auch abgefüllt und präsentiert. Ja, jetzt sind wir heute bereits das zweite Mal bei unserem Ratstrunk hier im Wingerthäusl in Schneid. Sehr gerne hätten wir das mit Ihnen zusammen gefeiert, aber auch so ist es natürlich sehr, sehr schön. Und dieses Mal ist nicht nur der Wein im Vordergrund, sondern dieses Mal ist natürlich auch bei unseren wunderbaren Etiketten, die seit bereits schon 20 Jahren von namhaften Künstlern erstellt werden. Und dieses Mal haben wir eine Besonderheit, weil wir ja das 40-jährige Partnerschaftsjubiläum mit Partenay und das 30-jährige Partnerschaftsjubiläum mit Mienzichod feiern. Und deswegen haben wir dieses Mal Künstler ausgewählt aus Partenay und Mienzichod. Und wir freuen uns, dass sie so toll geworden sind. Und wir freuen uns natürlich noch viel mehr über diesen tollen Wein. Gerhard, den hast du wirklich wieder hervorragend hingebracht. Mit der Remstaler Kellerei zusammen natürlich. Genau, zum Wohl.